Morgen heute mal wieder aus der Küche. Ja, draußen ist es mega heiß. Endlich ist mal richtig Sommer, auch über ein paar Tage länger. Nicht nur eben mal so ein Tag mal warm und dann wieder. So, bei dem Wetter mag ich aber besonders gerne irgendwie so Salate, was Kühles. Aber halt nicht einfach nur 0815 bunten Salat, sondern ich probiere mal gerne auch mal was aus. Ja, und heute zeige ich euch mal, was es heute bei uns gibt. Nämlich einen speziellen Couscous-Salat. Ja, und das Besondere daran ist eben, dass der auch noch relativ kalorienfreundlich ist. Ich gebe das Ganze für mich auch immer in die App ein. Daher kann ich euch dann am Ende auch genau sagen, wie viele das sind. Ich habe schon überschlagen, von daher, dass das auch wirklich passt. Aber ich sage euch dann am Ende natürlich nochmal genau, wie viel meine App dann ausgerechnet hat, wenn ich das alles auch richtig abgewogen Und habe. zwar schneide ich zuerst mal eine rote Paprika. Ja, achtet nicht darauf, wie ich schneide, weil Schneiden ist wirklich so was, was ich überhaupt nicht gerne mag. Ich mache das auch immer nur mit diesem einen Schälmesser hier. Das ist eigentlich gar nicht mehr so das Richtige, weil das auch nicht mehr besonders scharf ist. Aber das mache ich auch bewusst so, wenn ich habe mich schon öfter mal geschnitten und ich kann einfach ein Messer nicht um. Letztendlich aber egal, ich bekomme es klein, es dauert etwas länger. Mein Mann arbeitet sonst immer mit ja, diesen richtig scharfen Messern und guten Messern, wenn der das macht. Die lasse ich mal lieber, weil ja, Finger sollten noch dran bleiben. Damit das Ganze auch ein bisschen Farbe bekommt, kommt dann auch noch eine orange Paprika dazu. Das hatte ich jetzt einfach hier auch noch ein bisschen im Kühlschrank. Ja, das heißt, da brauchte ich dann nicht mal groß was für einzukaufen. Die kommt da auch noch mit rein. Grün darf natürlich auch nicht fehlen. Daher noch ein paar Lauchzwiebeln. Auch eher aus unserer Restekammer. Ihr merkt schon, ich habe es so ein bisschen eher improvisiert mit den Sachen, die noch da sind. Mache ich eigentlich sowieso ganz gerne, weil ja, dann wird nicht so schnell was weggeworfen und man probiert einfach mal wieder was Neues aus. Die Tomate darf auch noch Verwendung finden. Ich glaube, die passt auch noch ganz gut rein. Gemüse ist ja immer gesund. Ja, wie ihr seht, ein schöner bunter Gemüsemix. Den habe ich jetzt hier drin. Und dann kommt natürlich jetzt als nächstes der Couscous, den ich da vorbereite, und den werde ich dann jetzt erstmal abwiegen. So, das geht ja auch immer recht fix. Also Couscous ist jetzt auch fertig. Ich habe das Ganze in Brühe quellen lassen. Dazu habe ich diese Biobrühe von Rossmann genommen. Im Normalfall nehmen wir auch gerne mal selbstgemachte Brühe, die wir machen. Wenn wir das nicht da haben, nehme ich eben immer die, weil da auch so keine Geschmacksverstärker, so nichts drin sind. Ja, darin also wie gesagt das Ganze quellen lassen. Das sind insgesamt 100 Gramm Couscous. Und ja, das ist jetzt nicht für mich alleine, sondern das teile ich nachher natürlich mit meinem Mann. Ich berechne mir da auch immer nur die halbe Portion, obwohl ich auch nie immer die eine ganze halbe Portion quasi davon esse, sondern mein Mann isst schon tendenziell mehr. Aber ich berechne da immer das halbe oder die halbe Portion von dem ganzen Rezept. Dann habe ich immer noch ein paar Kalorienpuffer. So, nachdem Couscous nun erkaltet ist und untergehoben wurde, kommt jetzt der eigentliche Clou, von dem ich selber noch nicht genau weiß, ob das dann wirklich gut schmeckt. Eigentlich hatte ich vor, heute einfach ein bisschen Pesto unterzuheben. Jetzt habe ich dann aber mal überlegt, ich könnte ja auch mal gucken, ob es eine etwas kalorienärmere Variante gibt, und bin dann in diesem Rewe, ja, Feine Welt ist es, glaube ich, ja, Feine Welt Sortiment, auf dieses Bruschetta, wird's ausgesprochen, Bruschetta, keine Ahnung, ich tue mich mit sowas auch immer schwer. Ich habe das irgendwann mal auch gegoogelt und da gab es so verschiedene Aussprachen. Egal, das habe ich mir jetzt mal ausgesucht, ist ja eigentlich für traditionell für auf Brot. Aber ich habe gedacht, das schmeckt bestimmt auch ganz gut, einfach mal unter so einen Salat gemixt. Ja, und das probiere ich einfach mal aus, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich schmeckt. So, und so sieht es dann jetzt fertig aus. Ich schnappe mir jetzt mal einen kleinen Löffel und probiere jetzt einfach mal. Wow. Also ich finde, das schmeckt noch besser als mit Pesto. Spart Kalorien, schmeckt richtig genial. Also ich persönlich finde es klasse. Ja, bin gespannt, was mein Mann dann heute Abend dazu sagt. Ja, also laut meiner App, ich habe das vorhin ja alles abgewogen und habe das jetzt mal alles eingegeben. So Sachen wie jetzt zum Beispiel das Glas mit dem Bruschetta habe ich scannen können. Dann zeigt er auch ganz genau dieses Produkt eben, wenn er es findet, und das hat er gefunden. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Laut meiner App hat das alles jetzt gerade mal 412 Kalorien,
Wenn ich davon jetzt die Hälfte aufessen würde, werde ich ganz bestimmt nicht, denn das ist ja doch eine ganze Menge. Wird wohl eher wieder, wie gesagt, mein Mann etwas mehr von essen. Ja, und ich denke, das ist gerade so für so einen ja, Sommertag wie heute ganz gut. Nicht zu viele Kalorien, lecker, gesund. Ja, das wird es sicher nochmal wieder geben, gerade wenn es vielleicht auch schnell gehen muss. Denn wie gesagt, das Komplizierteste ran in Anführungsstrichen ist das Schnibbeln, aber auch das geht ja relativ fix. Besonders bei Leuten, die nicht so ganz, ganz ungeschickt, nenne ich es jetzt mal, sind wie ich damit, sprich ein bisschen. Also mein Mann hätte das wahrscheinlich in ein paar Minuten geschnibbelt. Ja, also von daher denke, das ist auch was, was ihr mal machen könnt, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.